mein Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Titelmusik höre, bekomme ich eine verdammte Gänsehaut. 2 Jahre ist es jetzt her, seitdem Uncharted 2 Among Thieves rausgekommen ist und nun ist es endlich soweit. Naughty Dog hat das Meisterwerk Uncharted 3 Drake's Deception fertiggestellt und es steht ab sofort in den Regalen für euch zur Verfügung. Ja, in diesem Game-Test werde ich mich wie bekannt ausführlich mit dem Spiel beschäftigen. Ich habe das Ganze in kompakte Blöcke unterteilt. Wir werden uns die Story anschauen, die Charakterentwicklung etc. Natürlich der größte Block, das Gameplay, was macht man in Uncharted 3? Vielleicht für Leute, die Uncharted überhaupt nicht kennen, super interessant. Dann werden wir auf die Zusatzinhalte eingehen. Die Blu-ray ist wirklich vollgepackt mit Extras, sei es Making-ofs oder irgendwelche Hintergrundinformationen, Concept-Arts, also die Blu-ray ist wirklich pickepacke voll. Den Multiplayer werden wir uns ganz kurz anschauen. Für mich persönlich war und ist Uncharted ein absolutes geniales Singleplayer-Spiel, aber Multiplayer ist es halt so eine Standardkost, aber darauf werden wir dann in dem entsprechenden Block zu sprechen kommen. Ja, ein Fazit gibt es natürlich auch, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, man hört vielleicht schon in der sehr euphorischen Begrüßung, dass ich absoluter Uncharted-Fan bin. Ich werde im Game-Test aber trotzdem versuchen, vollkommen objektiv zu bleiben und euch ein bestmögliches Ergebnis zu bieten. Ja, liebe Leute, es geht los, der erste Block, Story. Die Story ist in ihrer Kernaussage nichts Besonderes, wenn wir ganz ehrlich sind. Es geht im Grunde immer um dasselbe. Bei Uncharted 3 ist es so, dass wir die verschwundene Stadt, auch Iram oder Atlantis der Wüste genannt, suchen. Wir hangeln uns also von Hinweis zu Hinweis und kommen so zu unserem Ziel. Ihr kennt das Ganze vielleicht aus Tomb Raider oder Indiana Jones, die ganzen Filme, das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage. Der Hase läuft eigentlich immer gleich. Wir haben Gruppierung A, die natürlich mit einem total archäologischen und super gutem Hintergrund das Ganze suchen und Gruppierung B, im Grunde der Gegenpart, die Bösen, ja, die das Ganze nur suchen, um Reichtum zu erlangen, beziehungsweise die Erde damit zu zerstören. Ja. Das hört sich jetzt im ersten Augenblick total langweilig an. Uncharted 3 erzählt diese Geschichte aber grandios. Ja. Also mir persönlich ist es die ganze Zeit so ergangen, als ob ich einen Film sehen würde, aber dabei interaktiv mitspiele. Das Ganze ist allerdings nicht zu vergleichen mit Heavy Rain, sondern es ist tatsächlich extrem immenses und intensives Gameplay gepaart mit atemberaubenden Cutscenes. Und die Cutscenes fühlen sich bei Uncharted 3 definitiv nicht so an, als ob man spielt und sich dann 30 Sekunden irgendein Video anschaut und dann wieder spielt, sondern die Cutscenes und das Gameplay fließt ineinander über. Ja? Also die Story mit ihren Wendungen, mit ihren Überraschungen ist wirklich extrem schön erzählt und in jedem Moment in diesem Spiel hatte ich wirklich das Gefühl, einfach weitermachen zu wollen, zu sehen, was als nächstes passiert. Ja, was neben der Story bei Uncharted 3 wirklich sehr interessant ist, ist die Charakterentwicklung. Man sieht hier gerade, wie die Charaktere miteinander sprechen und ich finde die Mimik, die Gestik und auch das Gefühl, das diese Charaktere vermitteln, wirklich grandios in Szene gesetzt. Ich persönlich kenne jetzt kein anderes Spiel, wo das wirklich so gut funktioniert. Also ich habe so große Sympathien mittlerweile für den Protagonisten Nathan Drake entwickelt. Das habe ich zu keinem anderen Videospielhelden, also man fühlt wirklich mit ihm. Wo ist Iram, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich... Natürlich gibt es auch Witz und davon wirklich extrem viel. Das Spiel ist sehr witzig stellenweise. Die Kommunikation zwischen Drake und Sully ist absolut grandios. Die Liebesszenen, wie man sie hier gerade sieht, die gibt es zwar auch, allerdings spielen die eher eine passive Rolle. Ja? Es geht einfach darum, wirklich viel mehr über Nathan Drake, den Protagonisten, zu erfahren, als in Uncharted 2. Da wurde ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber hier mit der Rückblenden in seine Kindheit, über seinen Ursprung, über die Beziehung, wie sie mit Sully entstanden ist, etc., erfährt man während Uncharted 3 sehr viel. Ja, Story, absolut, davon lebt das Spiel zusammen mit dem Gameplay und das schauen wir uns jetzt an. Thank you.
Das Gameplay lässt sich in fünf verschiedene Dinge kategorisieren. Es ist das Klettern, Jump-and-Run-Elemente, Kämpfen, Schießen und die Rätsel. Das, was Naughty Dog macht, macht es nicht neu. Es gibt sehr, sehr viele andere Spiele, wo all diese Elemente enthalten sind. Naughty Dog perfektioniert das Ganze und genau davon lebt die Uncharted-Serie. Seit dem ersten Teil haben sie einfach das Rad nicht neu erfunden, sind nicht mit Innovation dahergekommen und haben gesagt, wir müssen das jetzt alles revolutionieren und eine alternative Steuerung einfügen, etc., sondern sie haben einfach gesagt, wir arbeiten mit dem, was es in der Spielewelt schon gibt, machen es allerdings perfekt. Und das ist ihnen gelungen. Die Klettereinlagen haben wir gesehen. Hier zum Beispiel mal eine Sache, wo die Cutscenes mit dem Gameplay verfließen. Das war jetzt eine Cutscene, man konnte nichts machen. Jetzt wiederum kann man im Grunde den Charakter steuern und so rüber zu Sully wechseln, ja, und ihn da aus seiner pikierenden Situation zu retten. Ja, einmal hochgeschobenen Sully geht es dann auch schon weiter und es gibt immer wieder diese kleinen Mini-Cutscenes. Jetzt zum Beispiel, ich kann den Charakter nicht steuern, bam, alles bricht zusammen. Neue Situation, ich muss hochklettern, jetzt kann ich wieder spielen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gameplay. Es macht wirklich Spaß, man muss immer dabei bleiben, auch bei den Cutscenes, weil es jeden Moment weitergehen kann. Ja, also man kann sich nicht zurücklehnen, oh, jetzt Cutscene, erstmal wieder 40 oder keine Ahnung, 5 Minuten chillen, wie es bei Metal Gear Solid zum Beispiel teilweise so ist. Hier ist es so, dass man wirklich am Ball bleiben muss, weil man ständig spielt. Und das ist ja das Wichtige an einem Spiel, zu spielen. Ne? Und das bemängeln ja viele an der storylastigen Spiele, dass das Gameplay zu kurz kommt. Und die Symbiose, die Naughty Dog hier schafft, ist wirklich atemberaubend. Oh mein Gott! Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Los! Lauf weiter, Sully! Oh, Scheiße! Na los! Das Spiel nimmt uns sehr viel ab, allerdings ohne dabei aufdringlich zu wirken. Die Laufgeschwindigkeit von Nathan wird beispielsweise nicht von uns bestimmt, sondern von der Situation. Wenn man sich auf einer Verfolgungsjagd befindet oder wie hier durch abstürzende Gebiete läuft, bewegt er sich sehr schnell. Wenn man sich in der Wüste befindet, wo er angeschlagen ist und im Grunde lieber irgendwie eine Coke in der Hand hätte, anstatt es da rumzulaufen, bewegt er sich sehr langsam. Es ist so, dass einem das Spiel zwar sehr viel abnimmt, allerdings das Ganze somit sehr, sehr authentisch und einfach wahr gestaltet. Ja, also ich möchte gar nicht wählen, wie schnell ich laufe. Das macht das Spiel schon ganz allein und wirklich sehr, sehr gut. Dasselbe gilt für die Kamera. Die Kamera kann ich zwar mit dem rechten Analogstick steuern, so wie ich möchte. Allerdings ist es so, dass manchmal die Kamera einfach gelockt wird, weil es die Situation einfach erfordert. Ja, wenn ich jetzt irgendwo an einem Abgrund hänge und nach oben schießen muss, ist es ja blödsinnig, dass ich jetzt nach unten gucken kann. Und deswegen lockt sich die Kamera und bietet daher wirklich ein sehr, sehr rundes Spielgefühl. Ja, hier sieht man gerade so eine Verfolgungsjagd, wo er tatsächlich sehr schnell läuft und es geht wirklich Schlag auf Schlag, sehr, sehr actionlastiges Gameplay mit, wie eben schon erwähnt, den kleinen Cutscenes zwischendurch. Das ist hier eine Situation, wo wir auf der Suche nach jemandem sind. Achtet mal drauf, gleich werdet ihr vorne jemanden im Anzug sehen, den wir gerade suchen. Da läuft er gerade durchs Bild und zack, werden wir geschubst, er ist weg und es ist wirklich so klasse gewesen, dass ich mich danach wieder ich habe mich jetzt umgesehen, wo ist der hin? Ja, also diese komplett detailreich gestaltete Spielwelt, es wirkt so authentisch, also ich bin da wirklich rumgelaufen und habe den tatsächlich gesucht und war ganz verwundert, Mensch, wo ist er und so weiter und so fort. Ja, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Hier kommen wir zu einer Sache, die ich fast schon als einzigen Kritikpunkt anmerken muss. Das ist das Melee-System. Und zwar läuft das so ab, dass es eine Mischung aus Quicktime-Event und freiem Melee-Kampfsystem ist. Es ist halt so, dass man mit Viereck aktiv zuschlägt, mit Dreieck kontert man bzw. weicht man aus und mit Kreis löst man sich aus irgendwelchen Griffen von Gegnern. Das Ganze ist zwar recht schön anwendbar in der Spielwelt, jedoch wirkt es immer gleich. Es gibt zwei verschiedene Melee-Gegnertypen. Das sind einmal diese Kollegen hier, ja, also das heißt, die sind auch immer gleich stark, die schlagen auch immer gleich zu, ja. Und dann gibt es noch die Großen, die Dicken, wie man sie so schön nennt. Ja, das sind die, wo man ein bisschen öfter schlagen muss, die, wo man auch ein bisschen öfter ausweichen muss, etc. Und ja, das ist
Ist zwar ganz nett, man kann zum Beispiel, wenn man in Melee mit einem Gegner ist, eine Handgranate ziehen und die dann an den Gegnern festmachen, dass die dann explodieren, oder man kann ihnen die Waffe klauen. Das ist nicht verkehrt, allerdings habe ich recht wenig Melee gemacht, weil mir das Fernkampfsystem besser gefallen hat. Ja, da sind wir auch schon, und zwar geht das, ich würde sagen, fast schon shooterlastig zu Gange. Und zwar hat man etwa 20 verschiedene Waffen. Da sind Schnellfeuerwaffen mit dabei, da sind Pistolen mit dabei, da sind Gewehre mit dabei, Schrotflinten etc., aber auch Sniper oder Raketenwerfer. Also man hat im Grunde das komplette Repertoire, was man auch bei einem Shooter am Start hat. Zwar nicht jetzt 100 verschiedene Waffen wie in Battlefield 3, sondern man hat halt das Nötigste, ne? Ich persönlich bin ja nicht so der Fan von Shootern auf Konsolen, aber das geht schon klar. Also bei Uncharted 3 macht das wirklich sehr viel Spaß. Hier sehen wir jetzt beispielsweise, wie wir einen Gegner im Melee umgehauen haben, nehmen jetzt die Waffe ab und schießen dann mit der Sniper uns den Weg frei, damit wir im Spielfortschritt voranschreiten können. Ja, die Gegnertypen, da gibt es halt auch welche mit Raketenwerfern, welche mit Pistolen, dann welche mit Shotguns, welche die mehr aushalten, welche die weniger aushalten, und hinterher bekommt man es auch noch mit leicht abseits von humanoiden Wesen zu tun, aber da will ich nicht zu viel verraten. Trophies, wie man hier oben rechts sieht, gibt es selbstverständlich auch, ja, also das heißt, die Standard-Trophies, die man so kennt, töte x Gegner mit der und der Waffe, das ist das, was einen vielleicht hinterher für die Trophyjäger ganz interessant ist, um da Platin zu holen. Ja, hier sieht man mich mit einer sehr, sehr schweren Waffe dann auch Fahrzeuge zerstören. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach weil das Feedback grandios ist. Hier ein schwerer Gegner, der mit einer Shotgun zurückgeworfen wird, und das Zurückgeworfen war eher auf die Granate hier bezogen. Das ist auch eine Neuerung in Uncharted 3. Wenn eine Granate auf einen zugeworfen wird, muss man warten, bis so ein Pfeil auf einem weißen Grund ist, und kann die dann zurückwerfen. Das ist auch sehr witzig gemacht, habe ich auch sehr, sehr oft angewandt. Hier nochmal einer der großen Szenen, wo man ein komplettes Schiff zerstören muss. Das letzte Element im Kampfsystem sind die Stealth-Attacken, wo man Gegner lautlos und möglichst leise ausschalten muss. Das Spiel bietet einem sehr, sehr viele Entscheidungen, wo man einfach entscheiden kann, möchte ich jetzt wirklich kamikazehaft losgehen und losballern, oder möchte ich das Ganze lautlos erledigen und bekomme so mal die ein oder andere Extra-Granate. Ja, hier sind wir auch schon im Rätselblock, und zwar bietet Uncharted 3 natürlich auch wieder Rätsel. Meiner Meinung nach sind die um einiges knackiger als im ersten und im zweiten Teil. Teilweise, wie bei diesem Rätsel, musste man wirklich schon arg überlegen. Es sieht so aus, dass man relativ viel auswendig lernen muss. Ja, man muss sich irgendwelche Reihenfolgen merken. Kann aber auch, wenn man wirklich lange rumdümpelt, sagt das Spiel, Mensch, du Kacknoob, willst dir die Lösung anzeigen lassen? Und dann bekommt man in seinen Notizblock die Lösung gezeigt. Ja, es sind auch wirklich sehr, sehr innovative Rätsel dabei, die man so noch nicht gesehen hat. Hier zum Beispiel ist man in einem Riesenraum, wo verschiedene Körperteile auf Podesten stehen, und man hat ein Wandgemälde und eine Apparatur, mit der man Sachen projizieren kann, und muss so das richtige Bild zusammensetzen. Da habe ich auch ein wenig für gebraucht. Man kann immer wieder in seinem Notizbuch nachschauen, wie das Ganze funktionieren soll. Das ist ganz nett gemacht. Man kann da wirklich drin rumblättern, wie man hier sieht, und auf der linken Seite, hier auf der Seite, sieht man, wie das Ganze aussehen muss. Da hat man übrigens gerade ganz kurz die Lösung gesehen. Ich will selbstverständlich hier nicht spoilern. Ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall selber drauf kommen. Also die Rätsel wirklich sehr, sehr knackig. Ja, wieder ein Blick ins Notizbuch, und man sieht, wie man die Statuen letztendlich positionieren muss, um dann weiterzukommen, um irgendwelche Löcher aufzumachen, Wege zu ebnen etc. Ja, also davon gibt es nicht zu knapp. Ja, hier würde ich mal eher sagen, ein etwas aktiveres Rätsel. Da muss man einfach immer Fackeln von Podest zu Podest werfen, um Spinnen zu verscheuchen, um dann weitermachen zu können. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr coole Sache. Hier ein weiteres Rätsel, wo man am Anfang viel dafür tun muss, dass diese Projektion überhaupt stattfindet, und dann ganz zum Schluss muss man natürlich dann die Weltkugel so drehen, dass die Projektion mit der Karte übereinstimmt. Ja, das ist jetzt hier zwar kein Rätsel, aber mal eine Demonstration, wie schön die Grafik tatsächlich ist. Also wir sind jetzt hier einfach mit diesen Feuereffekten grandios gemacht. Ja, also das Spiel sieht wirklich perfekt aus, und damit verabschieden wir uns auch schon aus dem Gameplay-Block, und wir gehen in den Zusatzblock. Wir
Wie eingangs schon gesagt, befindet sich nicht nur das Spiel auf der Blu-ray. Wenn wir hier unter Kampagne schauen, haben wir verschiedene Optionen, die ich euch kurz zeigen möchte. Und zwar, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, haben wir die Möglichkeit, wirklich die Kapitel einzeln anzuwählen, um dann beispielsweise Schätze oder Trophies in diesen zu erlangen. Ja? Wenn wir hier unten auf Boni gehen und uns die Schätze mal anschauen, sehen wir, dass ich zum Beispiel nur 21 von 100 Schätzen gefunden habe. Wenn ich jetzt also Lust habe, das Spiel nochmal durchzuspielen oder gezielt die Schätze zu suchen, kann ich die Kapitel einzeln ansteuern, um dann wirklich alle Schätze zu erlangen und die dazugehörigen Trophies zu bekommen. Was es noch gibt, ist eine nette Statistik. Ja? Mal gucken, ob ich die öffentlich zeigen kann. Ja, so schlimm war es jetzt nicht. Hier hat man wirklich zu jedem einzelnen Ding, was es gibt, wie oft habe ich mit der und der Waffe getroffen, wie ist meine Zielgenauigkeit und so weiter und so fort, Statistiken stehen. Ja? Was ganz interessant ist, ist die Spielzeit. Und zwar habe ich gebraucht für das Spiel im normalen Modus 8 Stunden und 50 Minuten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich einige Szenen doppelt gespielt habe aufgrund dieses Game-Tests, weil ich es anders aufnehmen wollte, etc. Also ich denke mal, Spieler, der dem Action-Adventures nicht neu sind, der wird so 8 Stunden brauchen. Ein Anfänger wird wahrscheinlich 10 brauchen. Also 8 bis 10 Stunden ist so das, was ich als Spielzeit nennen würde. Ja, Statistiken und Schätze habe ich euch gesagt. Es gibt auch die Galerie. Die ist wirklich sehr cool, wenn man mal ein wenig stöbern möchte, beziehungsweise mehr über die Entstehung von Uncharted 3 erfahren will. Die Konzepte, wie beispielsweise das Schiff, kann ich mir hier angucken, wie ist das Ganze entstanden, was haben die Zeichner da auf die Beine gestellt, bis es die entsprechenden Leute letztendlich im Spiel umgesetzt haben. Wirklich eine sehr schöne Sache, da auch verschiedene Stufen zu sehen und auch einfach mal zu stöbern. Ja? Also man hat hier Unmengen von Konzeptzeichnungen, die einfach sehr interessant zum Anschauen sind. Was es noch gibt, sind die Making-ofs. Die habe ich mir auch schon alle angeschaut. Ihr seht, ich bin ein richtiger Fanboy. Aber es ist wirklich auch sehr interessant gemacht. Ihr bekommt da HD-Aufnahmen, zum Beispiel hier zur Produktion. Das sind diese Behind-the-Scenes-Clip, die man sich wirklich ganz entspannt von der Couch aus am Fernseher anschauen kann. Empfehle ich wirklich jedem, dem einfach die Entstehung von so einem Videospiel, ja, die das interessiert. Ja. Ja, das war es auch schon mit den Extras, die das Spiel so zu bieten hat. Wir sehen uns im nächsten Block wieder, welcher auch der letzte Block ist, und zwar dem Multiplayer-Block. Neben dem wirklich grandiosen Singleplayer-Modus gibt es natürlich auch einen Multiplayer-Modus in Uncharted 3. Hier geht es darum, online sich mit Freunden zu messen bzw. in Random Games einzusteigen und seinen Charakter zu leveln. Für mich persönlich ist das nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, einfach weil ich persönlich, ich betone es nochmal, nicht wirklich viel mit dieser Aiming-Geschichte über die Analogsticks was anfangen kann. Wenn ich Shooter spiele, möchte ich das mit Maus und Tastatur machen. Wenn ihr natürlich Fans von Shootern auf Konsolen seid, seid ihr bei Uncharted 3 genau richtig. Das Ganze ist Third Person. Ihr seht es hier gerade in dem Videomodus, wie das Ganze abläuft. Das ist wirklich sehr komplex und interessant gemacht. Die Schauorte kennt man schon aus dem Singleplayer-Modus beziehungsweise teilweise auch aus Uncharted 2. Ja, hier sind wir im Menü vom Mehrspielermodus und hier kann ich beispielsweise die verschiedenen Modi auswählen. Da gibt es Arena-Modi, dann gibt es Deathmatch, dann Team-Ziel, sowas wie Capture the Flag und so weiter und so fort. Im Profil kann man dann seine eigenen Charaktere anpassen. Wenn man viel gespielt hat und im Level aufsteigt, kann man verschiedene Skins wählen, man kann verschiedene Booster wählen. Das sind Vorteile, die einem letztendlich im Spiel gegeben werden, wie beispielsweise, dass man schneller klettern kann, schneller nachladen kann und so weiter und so fort. Ja, da wir nicht allzu viel Zeit haben und es einfach den Rahmen sprengen würde, den Multiplayer-Modus komplett zu beleuchten, möchte ich es dabei lassen und den Singleplayer-Modus, der war definitiv im Fokus bei diesem Game-Test. Vielleicht mache ich nochmal was zu dem Multiplayer-Modus, aber das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ja, liebe Leute, wir sehen uns jetzt wieder zu einem Fazit. Uncharted 3 Drake's Deception, exklusiv erhältlich für die PlayStation 3, kostet bei Mediamarkt, Saturn und Co. etwa 55 Euro. Ja, am Ende eines Game-Tests fragt man sich natürlich immer, ist es ein Kauf wert? Wenn ihr mich fragt, selbstverständlich ist es ein Kauf wert. Wenn ihr solche Spiele mögt und euch die letzten 20 Minuten gefallen haben, werden euch die 8 bis 10 Stunden einfach nur umhauen. Ja, also daher eine absolute Kaufempfehlung für dieses Spiel. Ich persönlich würde sogar so weit gehen und
und sagen, dieses Spiel ist definitiv den Konsolenkauf wert. Wenn ihr keine PlayStation 3 habt, kauft euch eine und spielt Uncharted 3. Ja, ihr merkt schon, ich bin kein professioneller Spieleredakteur, sondern einfach nur Gamer. Ich liebe Videospiele und in so einem Game-Test versucht man natürlich möglichst objektiv zu bleiben, aber meine persönliche Meinung fließt da natürlich mit ein. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ich bin nicht der Typ, der einfach irgendwas abliest, was ich wahrscheinlich gar nicht selber geschrieben habe und im Hintergrund ein Video abläuft, sondern bei mir geht es einfach, der komplette Test ist von mir und deswegen ist auch meine Meinung mit drin. Das wollte ich einfach zum Schluss nochmal kurz erwähnt haben. Ja, Story grandios, Gameplay grandios, die Zusatzinhalte wirklich sehr toll, Multiplayer zwar nicht meins, aber wirklich sehr komplex und schön gemacht für Leute, die es mögen. Das einzige, wirklich, ihr habt im Video gesehen, der einzige kleine Kritikpunkt, den ich an Uncharted 3 übe, ist das Melee-System, das aufgrund der sehr monotonen Gegnertypen noch nicht wirklich optimal ist. Vielleicht bekommen wir dann in 2 Jahren bei Uncharted 4 da ein wenig mehr geboten. Ich mag normalerweise nicht so Punkte, wenn man so Punkte vergibt in Spieletests, aber ich mache das mal, weil sehr viele das hören wollen. Ich gebe dem Spiel eine 98 von 100, einfach die 2 Punkte eben wegen dieser kleinen Melee-Geschichte, die sie noch verbessern hätte können, aber ansonsten wirklich ein grandioses Spiel. Ja, liebe Leute, das war der Game-Test. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bitte abonniert diesen Channel, der hier für Überlängen-Videos aufgemacht wurde und schreibt in einem Kommentar, wie ihr das Spiel bzw. den Test fandet. Gebt mir Feedback, ich würde mich sehr darüber freuen. Euer Mpox. Ciao, ciao.